Moin zusammen. Das erste Mal wieder an Bord der Toga 2. Wir haben im Jahr 2024 viel Stress gehabt mit unserem kleinen Hündchen. Dadurch konnten wir auch nicht so früh aus Wasser. Der Hund, dem ging nicht gut, obwohl er ja noch recht jung ist, aber der hat viele Probleme gehabt mit Gesundheit und ja, jetzt waren wir beim Arzt und dies und das. Und mittlerweile scheint sich das alles zu beruhigen. Er frisst jetzt auch wieder. Der hat nämlich tagelang gar nichts gefressen. Ja, aber jetzt ist er wieder wohlauf. Er frisst wieder und jetzt haben wir mal gedacht, jetzt müssen wir endlich los. Wir haben schon wieder den Mai. Wir waren im April gar nicht da, obwohl wir das eigentlich vorhatten. Der Urlaub ist komplett ausgefallen. Und jetzt im Mai sind wir endlich hier. Heute ist der 15. Und wir wollen endlich mal raus. Das erste Mal, wir haben die Segel angebaut. Das habe ich euch jetzt nicht mehr alles gezeigt. Das sparen wir mal alles. Also wir haben die Segel angeschlagen. Wir haben die restlichen Arbeiten an Bord erledigt, damit das Boot wieder ein bisschen ordentlich aussieht, schön aussieht. Und fertig ist für die ersten Reisen in diesem Jahr. Und jetzt sind wir heute mal so weit, dass wir endlich auslaufen, mal eine kurze Probeschlag machen und wollen mal gucken, wie alles funktioniert. Ja, das ist eigentlich alles. Aber wie gesagt, wir wollten nur mal sehen, auch damit zeigen, dass wir noch da sind. Also, Boot läuft aus. Wir werden heute mal aufs Wasser gehen. Mal ganz kurze Aufnahmen. Mehr zeigen wir nicht, mehr schaffen wir nicht. Es wird heute nicht viel Zeit sein, weil heute Nachmittag wieder Gewitter angesagt worden sind. Dann wollen wir wieder hier im Hafen sind. Aber wir werden sicherlich bis zum Wochenende, wo wir hier sind, noch ein bisschen Zeit haben. Und dann werden wir noch mal auslaufen. Dann versuche ich mal ein bisschen mehr zu filmen. Dann erstmal viel Spaß bei diesem kurzen Video. Tschüss! Und schon sind wir nach unserer kurzen Testfahrt wieder da. Hat alles gut funktioniert. Nichts ist irgendwie nicht in Ordnung. Es hat alles gut funktioniert, auch mit den Segeln. Prima gemacht. Und das Allerbeste, das war unser Bordhund. Unser Captain. Wer hat seinen Job am besten gemacht? Der Captain, der hat sich total toll verhalten. Der war leise, der hat nicht rumgeknurrt. Der hat gar nicht rumgebellt. Und jetzt ist das so wie immer, Seefahrt macht müde. Hungrig hat sie ihn auch gemacht, der hat den ganzen Napf leer gemampft und jetzt schläft er. Der Turn ist zu Ende, war alles prima. Turn kann man gar nicht dazu sagen, das war nur ungefähr 2 Stunden Fahrt, aber wir haben alles hier gut hinter uns gebracht. Die Segel haben uns gut funktioniert, Rollruß kam wunderbar raus, kam wunderbar rein, keine Latten haben geklemmt. Die Schwierigkeiten, die wir auch mal hatten, die sind alle vorbei und ja, eigentlich das Segeln hat Spaß gemacht, auch wenn es kurz war. Unterwegs haben wir noch einen guten Freund getroffen, den wir kurz sogar fotografieren konnten und die uns fotografiert haben. Da kommt noch sicherlich ein Bild auf mich zu. Ja, und dann gucken wir mal, wie die nächsten 2-3 Tage noch werden. Vielleicht einmal, zweimal, wenn wir Glück haben, fahren wir nochmal raus und dann gucken wir, was wir noch machen können. Dann nehme ich mir auch ein bisschen mehr Zeit. Heute war es nur ein ganz kurzer Testschlag, mal Nase raus, Nase wieder rein. Tschüss!